Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja Freunde, unsere Hessenliste neigt sich langsam dem Ende zu, müsste die letzte Flasche sein aus den beiden Hessen-Paketen vom lieben Michael. Und ja, sind wir mal gespannt, was das hier kann, und zwar ein alkoholfreies, brutal alkoholfrei. Kommt allerdings nicht aus Hessen, sondern aus Bayern. Und zwar haben wir es hier mit Wolfscraft zu tun. Oder Wolfscraft. Brutal alkoholfrei. Ja, ist ja schöner Wolf drauf da. Mit einem Braupaddel. So muss das sein. Vom Design her ist natürlich klar. Das kennt man. Hatte auch schon Kaufland schon mal im Angebot gehabt. Das habe ich schon mal gesehen. Habe ich allerdings noch nicht mitgenommen. Dementsprechend haben wir es auch noch nicht auf dem Kanal vorgestellt. Also schon mal super. Alkoholfreie brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Auch hier 2020 haben sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Das heißt, der Markt, der wächst tatsächlich. Die Biere haben eine gute Qualität bekommen. Die sind schon wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Alkoholgehalt 0,4%, also ist klar. So, und was haben wir drin? Schauen wir nochmal schnell nach hier. Wasser, Gerstenmalz und Hopfen haben wir drin. So muss das sein. Sehr schön, sehr schön, sehr schön aus München. Also ein bisschen was Jüngeres auch. Okay, haben wir Bierdurst, würde ich sagen, machen wir mal auf. Gut gekühlt ist es. Müsste, glaube ich, die letzte Flasche sein aus dem Paket. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, weil eine hatten wir schon doppelt gehabt. Die habe ich ja schon auf dem Kanal vorgestellt gehabt. Deswegen habe ich die so weggesüffelt. Aber welches war denn das? Ach, war schon wieder vergessen. Ja, keine Ahnung. So, Kapsel ist bedruckt, ist der Wolf drauf. Ich mag Wölfe, finde ich cool. Und ja, würde ich sagen, lassen wir mal laufen. Entspannungsverdampfung kommt raus. Sieht gut aus. Oh ja, das kommt schön da rein. Das kommt sehr, sehr schön da rein. Ja, ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles, nichts Außergewöhnliches. Eins, ja, anderthalb Fingerbreite Blume, würde ich sagen. Schneeweiß, fein bis mittelporig. Paar Luftbläschen sind drauf. Und wenn wir es schwenken tun, bleibt sogar ein bisschen an der Glaswand haften. Ja, Freunde, schaut mal selbst. Ich sag hier auch, 90 Sekunden kriegen wir locker hin. So, jetzt bin ich ja mal gespannt hier. Im Farbspektrum, wie sieht denn das da aus? Ja, Freunde, da würde ich fast sagen, haben wir es hier mit einem filtrierten, naturtrüben Bier zu tun. Zumindest, das ist hier nicht beschlagen und da ist durchaus eine Trübung drin vorhanden. Das finde ich gut. Sieht sehr, sehr schön aus. Im Farbspektrum selbst bewegen wir uns hier in so einem dunklerem Getreidegold, das deutlich so ins Orangene mit reingeht. Ich würde schon fast sagen, so wie so ein heller Honig. Sieht sehr cremig aus durch die Trübung, dementsprechend auch tief. Finde ich sehr schön. Alles andere als verblasst oder verwässert oder ähnliches. Karbonisierung, würde ich sagen, ist auch durchschnittlich, perlt gleichmäßig ab. Sieht sehr, sehr schön aus, Freunde. So wie es da steht, finde ich das wirklich top. Dementsprechend möchte ich da gerne eine Krone-Bewertung geben. 6 Punkte gebe ich von, ja, 5. Somit Krone-Bewertung für die Optik, für die Ästhetik, weil das sieht wirklich sehr appetitlich aus. Das macht mir richtig Durst. Ja, sagt man doch so. Jetzt mal schauen, wonach es duften tut. Ich bin gespannt. Oh, oh ja, oh ja. Wow. Sehr schön fruchtig, Freunde. So mag ich das, wenn der Hopfen sich so vorstellt. Da, oh, Freunde, das ist herrlich. Schön lieblicher Malzkörper, bisschen leichte Säure, Zitrussäure, die man da rausriechen kann. Und Zitrusfrüchte und dann kommt dann wieder der Obstsalat, ne, wo ich sage, so herrlich. Ja, damit macht man mir eine Freude. Schön grasig, blumig, fruchtig. Das ist ein selbstbewusstes Bouquet. Mag ich sehr, sowas mag ich. Das sieht doch richtig saftig aus, so, ja. Toll. Ihr Lieben, würde ich sagen, probieren was, ne? Genau, der Antrunk. Auf euch zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh. Das ist es wieder, Freunde. Das ist es wieder. Das ist wieder, wo ich sage, mit Liebe gebraut. Das ist so mit Liebe gebraut. Das ist Seele, das ist Charakter, das ist Aromaspitze. Das ist lecker, Freunde. Wenn Biere so schmecken wie hier, dann bin ich schon völlig zufrieden. Da bin ich schon völlig zufrieden. Machst mir meine Freude mit. Ja, nicht so langweilig, sondern hier merkst du auch richtig Bier. Ja, toll.
Ach, das ist alkoholfreies, ne? Wahnsinn. Also kann ich schon mal vorweg sagen, na, die Jungs aus Bayern hier von Wolfscraft hier, sehr, sehr schönes Bier, habt ihr gut gebraut. Aber der Reihe nach, wir sind ja erstmal beim Antrunk und noch nicht beim Fazit. Aber ich konnte mich eben nicht zurückhalten. Ganz klar, das allererste, wenn du wirklich das Bier auf deiner Zunge hast, dann hast du sofort eine Assoziation da. Außer, wow, verdammt lecker oder wow. Das ist nämlich extrem fruchtig, Leute. Es ist so fruchtig, es ist so erfrischend saftig, sodass es ganz klar meines Erachtens eher ein gemütliches Bier ist. Das ist jetzt nicht so ein Bier, was dynamisch ist, was wirklich so zum Wegächsen ist, weil da kaum Aromen drin sind oder so. Hier hast du es schön ausgewogen. Hier ist eine Spritzigkeit drin, du hast eine Saftigkeit drin. Das ist dadurch natürlich süffig, aber du hast hier auch noch so viele feinere Nuancen drin, Aromen drin, Aromaspitzen, wo ich immer sage, die ich immer in jedem Video hervorhebe, wenn sie da sind. Das ist so das Besondere, was mir immer so persönlich Freude bereitet. Und das ist hier drin. Und aus diesem Grund sage ich, ja, ist es ein gemütliches Bier, eher kleinere Schlucke nehmen, durchaus ein bisschen länger im Mundraum behalten und wirklich auch ja, mit der Zunge ein bisschen spielen, sodass du da wirklich so die Maximierung, sage ich mal, der Aroma-Nuancen da herausbekommst. Sehr, sehr lecker. Gefällt mir. Ja, sehr selbstbewusst. So, und jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer da rein. Ja, der Malzkörper ist auch Hammer. Der ist richtig schön getreidig, der bringt Lieblichkeit mit, leichtes Honigflavor. Finde ich sehr, sehr schön. So muss das sein. Aber nicht aufgesetzt, sondern wirklich selbstbewusst, sehr kräftig, ja, im Aroma. Aber nicht aufgesetzt oder erzwungen, sondern sehr, sehr elegant auch hier. Sehr, sehr schön. Ja, dann geht's über. Und dann merkst du auch sofort die Fruchtigkeit, ne? Das ist so richtig so. Ich will jetzt schon fast sagen, wie so ein Ale, so ein bisschen, ja. Also wenn die Basis ein Ale ist, dann würde ich fast sagen, ja, das kommt schon hin. Weil das wirklich auch schon so sehr an diese fruchtigen Biere erinnert. Das kommt hier ganz klar vom Hopfen und sehr, sehr lecker. Schöner Aroma-Hopfen drin. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Hinten raus ist es dann nochmal ein bisschen lieblich. Die Säure kommt jetzt gar nicht mal so nach vorne. Und du hast einen richtig schönen langen Nachgeschmack. Du hast richtig schön so einen Nachhall, das merkst du richtig so, ne? So leicht floral vom Hopfen auch, aber eben auch der Malzkörper, der durchaus mit seiner Lieblichkeit hier nochmal punkten kann. Macht auf jeden Fall Bock auf mehr, Freunde. Macht Bock auf mehr. Oh, lecker. Ich mag diese Süße da drin. Fruchtigkeit und Süße, Freunde, mit Getreidigkeit. Lecker, lecker, einfach lecker. Brutal alkoholfrei, ich sag brutal lecker, Freunde. Und damit kann man das Video auch schon beenden. Ja, manchmal kann man auch tatsächlich Videos ein bisschen kürzer machen, wenn sie einfach überzeugend sind. Hier gibt es nichts zu kritisieren. Hier geht es um meinen subjektiven Geschmack. Ich finde dieses Bier perfekt, so wie es ist. Und aus diesem Grund könnt ihr euch denken, was jetzt passiert. Ganz klar, Krone-Bewertung. 6 von 5/6 möglichen Punkten ist mir dieses Bier hier wert. Für ein alkoholfreies Wahnsinn, Freunde. Da kam es kastenverdächtig. Ich mag's. Ich find's sehr lecker. In dem Sinne, Biersüffler ist draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.